System ist nur so gut wie seine Klinge. Nur Wilkinson-Klingen sind dreifach veredelt. Zum Beispiel der Wilkinson-Kontakt. Parlamentarischer Demokratie. Die nordöstlich von Bremen stationierten niederländischen Streitkräfte erinnern in diesen Tagen mit zahlreichen Veranstaltungen an die Unterzeichnung des Stationierungsvertrages, den die Regierungen in Bonn und Den Haag vor 20 Jahren geschlossen hatten. Die ersten Truppen aus dem Nachbarland waren bereits 1961 in die Bundesrepublik gekommen. Zwei Jahre später bezogen sie die Garnison Seedorf. Für 12 Tage ist das Tor der niederländischen Kaserne Seedorf bei Zeven nur noch einmal für die deutsche Bevölkerung geöffnet. Und to hold in mind your little hand, I know too soon that all is so bad. Please hold my hand. Spätestens in 12 Jahren, wenn der letzte Strauch verdorrt ist, keine Coca mehr. Ja, Herr Koch, würden Sie uns den Herrn vorn noch ein bisschen näher bringen? Ja, das ist wie so ein Torschütze, der gute Flanken kriegt, nicht? Also, der Karl Orff war ja sehr gut erkannt worden und das, was wir gehört haben, war die Musik Der Mond. Das war eine Anspielung. Schau dir mal den Gürtel genauer an. Den Gürtel. Ist ein Hoch über den Karpaten, das sich südostwärts verlagert, jedoch mit warmer Festlandsluft weiterhin das Wetter im östlichen Deutschland bestimmt. Der Westen und Norden dagegen werden in zunehmendem Maße von gewittrigen Störungen beeinflusst. Die Vorhersage für morgen: im Westen und Südwesten vereinzelt Frühnebel. Sonst zunächst sonnig. Ab der zweiten Tageshälfte im Westen und Norden aufkommende Quellbewölkung und einzelne Gewitter. Tiefsttemperaturen im Westen um 16, im Osten um 12 Grad. Tageshöchsttemperaturen 23 bis 28, örtlich um 30 Grad. Von örtlichen Gewitterböen abgesehen, meist schwach windig. Am Wochenende im östlichen Deutschland überwiegend sonnig. Sonst zeitweise stärkere Quellbewölkung und einzelne Gewitter. Tageshöchsttemperaturen 23 bis 28 Grad. In Dänemark und England wolkig mit gelegentlichen Aufheiterungen und kaum Niederschlag. Höchsttemperaturen um 20 Grad. Benelux, Frankreich und Schweiz in der Frühe gebietsweise Nebel. Sonst heiter bis wolkig und vereinzelt Gewitter. Tagestemperaturen um 25 Grad. In Österreich, der Tschechoslowakei, Norditalien und Nordjugoslawien heiter bis wolkig, nachmittags vereinzelt Gewitter. Tageshöchsttemperaturen 24 bis 29 Grad. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Filmstudio sehen Sie heute den Spielfilm Liane, das Mädchen aus dem Urwald. 1956 von Eduard von Borsody inszeniert, wurde dieser Spielfilm einer der großen Kassenschlager des deutschen Kinos der 50er Jahre. Drei aktuell folgt um 21.35 Uhr. Um 21.50 Uhr der Kulturkalender mit Hinweisen auf Veranstaltungen in Hessen während der nächsten Tage. Kinowerkstatt.
Informationen über neue Filme und eine Auseinandersetzung über Filmförderung und Filmpreise um 22.20 Uhr. In der Reihe vor 40 Jahren sehen Sie um 23.20 Uhr die Deutsche Wochenschau vom 23. Juni 1943. Sendeschluss wird um 10 Minuten vor Mitternacht sein.